Was zum Geier machst du? Ja, was zum Geier? Man darf nach den Regeln keine Sachen auf den Boden legen. Na, dann zeig mir doch mal die Regeln vom Weitspuck-Wettbewerb. Besonders die Stelle, wo es heißt, dass man keine Sachen auf den Boden legen darf. Wow, da hat er aber recht. Wie auch immer, Junge. Glaube nicht, dass dir das irgendwie nützt, so scheiße wie du spuckst. Ich lande ja auf der Platte hier, ne? Hä? Ich will zu dir. Hey, Neuling, Vorsicht! Der hat. Sorry, da habe ich mich wohl verrechnet. Geht das? Da muss. Okay, ich glaube mal. Die Pfanne zuerst? Kann ich da auch was auf die Tribüne legen? Das macht. Okay, nein. So ist mal so. Ich tu dir. Du bist besser geworden. Ja, danke. Okay, nein, dann erst der Wok. Die Schüssel lasse ich jetzt mal in der Mitte erstmal. Ich will zu dir. Yeah, der Grüne war schon ganz nett. Aber du bist noch lange nicht beim 63-7-Rekord von Harry Masterson, Gott hab ihn selig. Scheiß auf Harry Masterson. Okay, dann brauche ich die Pfanne. Die muss ich nach ganz hinten legen und dann schätzungsweise den da, die Schüssel da lassen eigentlich, oder? Ich will studieren. Yeah, der Grüne war schon ganz nett. Scheiß auf. Genau, dann muss ich die Schüssel nach ganz hinten legen. Ich probier's mal. Und dann will ich wissen, wo ich dann die Dings hinlegen muss. Ich tu dir. Die Pfanne. Yeah, der Grün. Scheiß. Nee, doch nicht. Ah, Moment, nein. Muss. Hier die Pfanne. Dann hier den Wok. Nee, warte mal. Ja. Ich tu. Das fliegt nach hinten. Du bist. Okay. Ja. Dann hier die Schüssel. Schätzungsweise, ich weiß es nicht. Dann rotze ich ihn nämlich an, oder? Ihn hier? Das wäre cool. Ich tu. So, auf der Pfanne. Auf den Wok. Wow, Alter. Du hast das Ziel getroffen. Oh Mann, hast du gerade auf meine Zeitung gespuckt? Das ist ja ekelhaft. Du meinst wohl seine Zeitschrift? Nein, das ist meine. Die habe ich noch nicht fertig gelesen. Der Eigentümer der Spucke ist der Eigentümer der Zeitschrift. Das weißt du genau. Ach, kommt schon, Jungs. Gib dem Neuling die Zeitschrift. Danke. Danke ihm nicht. So sind nun mal die Regeln. Tja, hab zwar nichts gewonnen, aber wenigstens hab ich's diesem fiesen Vertreter gezeigt. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und mit Schleim. Ich glaube, das reicht für heute. Mein Hals fühlt sich an wie Schleifpapier. Okay. Was bringt mir die Zeitung jetzt? Oh! Boah, was war das denn für ein Atmen, ey? Murray! Murray! Ich hab Zeitung für dich! Haben Sie diesen Artikel schon gesehen? Welchen? Oh Mann!
Ist ja irre. Hätte nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Der Typ ist echt biegsam. Muss meinem Yoga-Lehrer sagen, dass er mir das beibringen soll. Dachten wir schon, dass Ihnen sowas gefällt. Danke, mein Junge. Dafür nicht, Murray. Ich bin doch gern zu Diensten. Jetzt kann ich, hoffentlich, der Typ immer noch einer im Klappbett. Ob ich dem noch irgendwie helfen will, ich weiß es nicht. Ja, helfen muss, meine ich, nicht will. Hör zu, Bob. Ich sag das nur einmal. Hau sofort ab. Ich will deine hässliche Fresse den Rest des Tages hier nicht mehr sehen. Sonst... Sonst was? Das hier. Zwei Dinge hatten sich danach geändert. Die Schwestern fassten Randy nie mehr an und Borgs konnte nie wieder gehen. Er wurde in ein Krankenhaus im Norden verlegt mit geringerer Sicherheitsstufe. Soviel ich weiß, hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, seine Speisen und Getränke durch einen Strohhalm zu schlürfen. Wow! Hart, aber effizient. Merkt ihr eins, Junge? Man legt sich nicht mit mir an. Klar, verstehe. Alles klar. Der schläft. Ich mach keine Schwerverletzten fertig. Nicht immer. Gute Arbeit. Dank dir lassen diese Freaks jetzt die Finger von mir. Und jetzt kann ich endlich in die Bibliothek rein. Vielen, viel... Bla, bla, bla. Wie auch immer, vergiss bloß nicht unsere Abmachung, Neuer. Ja, klar, Mann. Du wolltest doch die zweite Staffel von Charmed auf DVD, oder? Verarsch mich nicht, Neuer. Wenn ich ausfinde, dass ihr ohne mich abgehauen seid, werd ich richtig sauer. Wenn ich dann erstmal raus bin, krall ich dich als erstes. Vergiss das bloß nicht. Ich vergesse nie was, also entspann dich. Obwohl ich den Verdacht habe, dass du dich morgen an nichts erinnern wirst. Hä? Ah, nur nichts. Ich hol dich, wenn der Tunnel fertig ist. Vertrau mir. Ich trau niemandem. Na, das ist aber schade. Du musst lernen, den Leuten zu vertrauen. Na egal, bis dann. Tschüss. Ich mach kein... Der Typ sieht... Sind das Zähne? Schade, die kann ich nicht anfassen. Oh, wäre das cool. Mitnehmen. So ein paar Zähne. Die ich dann ins Essen packen. Oh. Okay. Ein Hufeisen. Bücher, Bücher, noch mehr Bücher, ganz viele Bücher, eine Krähe, ein Wagen, ein Hufeisen. Das ist nur ein Hufeisen. Ich kann sogar noch weitergehen? Nee, weiter nicht. Das kriege ich mit bloßen Händen nicht ab. Ich habe meine Brechstange dabei. Ah. Wer hält sich denn sowas als Haustier? Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Wozu braucht er eigentlich den Wagen? Den benutzt er eh nie. Ich nehme dem alten Mann doch nicht den Wagen weg. Nur ein armer alter Mann. Was der wohl ausgefressen hat. Guten Tag, mein Herr. Bitte? Guten Tag. Rutenschlag? Kenne ich nicht. Ah, vergessen Sie's. Ich suche etwas über... Ich suche was über... Was über selbstgebastelte Bomben. Bomben? Über Geometrie haben wir hier nichts. Die könnte man nämlich benutzen, um den Verlauf von einem Fluchttunnel zu triangulieren. Nee, doch. Darum geht's nicht. Ich brauch was über selbstgemachte Bomben. Mit Katakomben ist es genau das Gleiche. Da wirst du hier nichts finden. Die Gefängnisleitung hält nichts von ausgedehnten Tunnelsystemen. Oh, Scheiße. Dieser Typ... Okay, ich sehe, ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks, übrigens schöne Bücherei. Okay, sehen Sie. Ich glaube, wir haben das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich heiße Randall Hicks. Übrigens, schöne Bücherei. Oh, danke. Ungewöhnlicher Name. Sandalen? Wicks? Ich bin Brooks und das ist Jake. Sag, hallo, Jake. Hübscher Rabe. Jake, nicht Gabi. Er ist ein schöner Rabe.
zu Grabe? Ah, oh, scheiße. Und ich dachte, das Bombenbauen wäre der komplizierte Teil. Imprägniertes Seil? Das hier ist eine Bibliothek und kein Zeughaus. Außerdem gehören längliche, flexible Sachen, die man zu dem knoten kann, zu den verbotenen Gegenständen in einem Knast. Mir fallen auch zwei gute Gründe ein, warum dem so ist. Hören Sie, nochmal wegen des Buches. Ich brauch was ganz Spezielles. Okay, was darf's denn sein? Ich will was in die Luft jagen. Hier kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives! Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch meine Promotion. Promotion. Promotion, Alter. Okay, passen Sie auf. Ich will was in die Luft jagen. Kapiert? In die Kluft? Über Mode müsste was da sein. Das habe ich nicht gemeint. Geweint? Was ist denn los? Lass doch den Kopf nicht hängen. Oh Mann! Hören Sie... Okay. Wie kommt's, dass ausgerechnet Sie die Bibliothek betreuen? Weil ich mich mit Literatur auskenne. Oh, das hat er jetzt ohne Probleme verstanden. Super. Hören Sie... Okay. Lesen Sie meine Lippen. Ich brauche Explosives. Naja, die Bücherei ist inhärent öffentlich. Da kann ich nichts exklusiv reservieren. Wäre ja auch nicht nett den anderen Gefangenen gegenüber. Ja, klar. Hm. Hören Sie... Okay. Ist es nicht ein wunderschöner Tag heute? Ja, ganz hervorragend. Erst war es ja ein bisschen bedeckt, aber jetzt kein Wölkchen am Himmel. Verdammt nochmal, warum verstehen Sie denn solche Sachen aber nicht, wenn ich nach einem Buch frage? Was für ein Buch? Hören Sie, okay. Sie sind so schlau. Schreiben Sie doch mal eine Promotion. Explosion? Promotion, doch? Du brauchst was über Explosionen? Wovon reden Sie denn da? Moment, hey, ja, darum geht's. Explosionen. Oh, verstehe. Na Gott sei Dank, ich dachte, das wird nie was. Chivas? Ach so, also doch was über Whisky. Oh nein, nicht schon wieder. Hören... Okay. Sie sind so schlau. Wovon reden... Oh. Wie spät ist es denn? Also, können Sie mich hören? Wow, endlich war kurz davor aufzugeben. Heureka! Ich war so kurz davor, Sie einfach umzuhauen und mir die Bücher einfach zu klauen. Eine Küche bauen? Hast wohl eine Großraumzelle abgekriegt, Junge. Meine Fresse, das ist kein Knast, ja, das ist ein Irrenhaus. Hör... Okay. Sie sind... Wovon... Oh. Hätte nicht gedacht, dass es wirklich Promotion ausgesprochen wird. Ich dachte Promotion. Wow. Wahrscheinlich wegen Englisch oder so. Kurz Englischen? Davor aufzugeben. Promotion, alles Explosion. Ausgegeben? Ja, man muss sein Geld immer schön beisammenhalten. Man glaubt's ja fast nicht. Eine Braut? Mann, du gehst aber ganz schön ran. Kenne ich ihn? Ist es einer von den Schwestern? Und die Schwestern. Hören Sie, nochmal wegen... Okay. Sie... Wovon... Also, können Sie mich hören? Nein, ich will mich nicht verschwören. Bitte? Was? Hören Sie sich wovon? Wie spät? Zeit, ups, was sorry. In die Luft zu jagen, stimmt's? Genau. Nun gut, mein Freund. Was genau willst du denn haben? Vielleicht kann ich ja helfen. Gibt es Bücher, wo drin steht, wie man Dynamit herstellen kann? Über Elektrik müssten wir was da haben. Die Herstellung von Dynamos wird nicht als gefährlich angesehen. Allerdings gibt's hier keine Fahrräder, wo du die anbauen könntest. Oh, im Ernst jetzt? Hör... Okay. Sie sind... Wovon reden... Oh. Wie scheint... Hören Sie doch mal richtig zu, weil ich sonst aus der Haut fahre hier. Haustiere sind hier gar nicht erlaubt.
Spinnst du? Das habe ich nicht gesagt. Ja, das ist auch noch. Moment mal. Was ist denn dann mit Ihrem Vogel? Jake. Jake ist kein Vogel. Der ist mein bester Freund. Ist ja gut. Hör Sie, wovon... Wie ich interessiere mich sehr für Roms Katakomben. Aha, sehr große Bomben, was? In dem Buch hier steht alles über selbstgemachten Sprengstoff und wie man eine Bombe zusammenbaut. Bitte sehr. Ich glaub's nicht. Danke, 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 alter Mann. Aber erst zeigst du mir mal deinen Büchereiausweis. Oh nein. Ah, scheiße. Ehrlich? Wer ist dieser Emmerich? Ich heiße Brooks. Tut mir leid, aber du brauchst den Ausweis, um hier Bücher auszuleihen, mein Junge. Stimmt's, Jake? Oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Seit wann braucht man im Knast einen Ausweis? Vielen Dank, mein Junge. Ich höre nicht oft Komplimente. Aber du brauchst trotzdem einen Ausweis. Das ist einfach irre. Mach dir nichts draus, mein Junge. Den kriegst du schon in ein paar Tagen. Kommen Sie, Brooks. Warum können Sie nicht mal fünfe gerade sein lassen? Warum? Ein Wurm. Hast du das gehört, Jake? Du hast doch sicher Hunger, was? Oh Gott, ich geb's auf. Kommen Sie schon. Ich brauch das Buch. Tut mir leid, mein Junge. Ohne Ausweis kann ich nichts für dich tun. Es wäre einfach nicht richtig. Bitte machen Sie eine Ausnahme. Ich bin neu hier und die anderen machen es mir auch nicht gerade leichter. Sie können sich sicher noch an Ihren ersten Tag erinnern, oder? Kommen Sie, lassen Sie mal fünfe gerade sein. Nur das eine Mal. Ich bin ganz allein hier und keiner will mir helfen. Deine Worte haben mich tief im Herzen getroffen. Und du hast recht. Dieser Ort kann ziemlich grausam sein. Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Jake mag dich nicht. Also, kein Buch. Tut mir leid. Ach, kommen Sie. Ich dachte, in Ihrem Herzen hätte sich was geregt. Ja, Jake ist schon ein Herzchen. Kommen Sie, Brooks, geben Sie mir das Buch. Ich sagte nein. Schleich dich. Entschuldigung. Glauben Sie, der Vogel hat sich's überlegt? Was meinst du, Jake? Sollen wir ihm das Buch geben? Er hasst dich. Also keine Bücher für dich. Geh mir aus den Augen und aus denen meiner Krähe. Das Wagen. Was kann ich denn mit dem Wagen machen? Es wird... lieber nicht. Da muss... Schade. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Wer hält sich denn so? Vergiss es. Lass mir doch nicht die Augen aushacken. Wie kriege ich den weg? Lieber. Ich will dem hässlichen Vogel. Haben auch nur die beiden Sachen, ne? Die Bücher haben wir noch. Ja. Wenn ich die alle durchblick. Ja, okay. Wir brauchen einen Büchereiausweis oder so. Nee, schätzungsweise nicht. Wir müssen den Raben einfach loswerden. Das heißt... Murray! Irgendwas hier im Hinterhof machen, oder? Kann ich jetzt... Warte mal. Kann ich das Schloss hier aufbrechen? Please. Die ist ziemlich stabil gebaut, die kriege ich nicht kaputt. Es gibt keinen Grund, dass... Es gibt... Lieber nicht. Wenn du da... Entschuldige. Treib's nicht. Das... Es gibt kein... Okay. Hey! Da. Es gibt... irgendwie weg das Brechen. Ich will...
Hey. Das. Irgendwas muss ich hier machen. Ich weiß es. Ist nicht was. Es